Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier ist der Daniel und ich bin der Sascha, der immer hier so... Das war Hochzeitsmarsch. Ja, stimmt. Bist du wahnsinnig? Passt nicht. Ja, 2. Februar heute und am 2. Februar haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind und das da wäre... Hella von Sinn. Hella von Sinn. Mhm. Ja. Die heißt ja eigentlich Hella Kemper. Hella. Ah, die heißt aber Hella. Ja, heißt okay. Hella mit Vornamen. Ja. Okay. Ja, die ist bekannt aus Alles Nichts oder... Ja, das kennt man heutzutage, glaube ich, nicht mehr, wenn man nicht in unserem Alter ist. Genial daneben, da ist sie oft, ja. Hat sie oft bei Alles Nichts oder, da war sie halt eher so, sagen wir mal, dafür bekannt, schrille Outfits zu tragen und auch, ja, irgendwelche Klamotten, die eigentlich nicht in die Welt passen. Aber immer große Fresse. Immer, immer, immer. Ja. Ja, die hat aber apropos große Fresse auch Synchronsprecher-Tätigkeiten gehabt, und zwar beim König der Löwen. König der Löwen, was hat sie da gespielt? Die Hyäne, wie hieß sie noch? Sancho? Das weiß ich nicht, aber die Hyäne, ja. Shenzi. Shenzi? Shenzi hieß die Hyäne. Echt? Ja. Und das war heller von Sinn. Das war heller von muss Sinn. Muss ich mal darauf achten, wenn ich König der Löwen schaue ich nicht so oft, aber wenn ich es mal gucke, ja, dann kannst du sagen, ey, pass mal auf, nächstes Mal, Mädel, oh, ja, Mädel, guckst du dann so hier, König der Löwen, ne? Also, es wird mir gerade schwer, so richtig Mädel zu machen mit dir, aber egal. Oh mein Gott. Mir läuft gerade ein Schauer. Ich hatte noch nie eine Kugelstoßerin. So eine russische Hammerwerfer. Und dann guckst du hier so, ja, König der Löwen, ne? Und sagst dann an der entsprechenden Stelle, hier, Shenzi, die Hyäne. Gesprochen von Hella von Sinn. Direkt will die Kleine anfangen zu knutschen. Pass mal auf. Boah, ja, weil die es einfach so geil findet, wenn man das weiß. Ja, Angeberwissen wird hier vermittelt und das ist ganz wichtig. Hab ich immer noch deine Hand auf dem Rücken liegen. Ja, jetzt am 2. Februar 1978 ist auch ein Film in die Kinos gekommen. Nicht König der Löwen, okay, sondern einer, der wegweisend war für das ganze Genre und für ganz viele andere Geschichten. Für Merchandising und so weiter. Jetzt bin ich gespannt. Krieg der Sterne. Yeah. Ja. Krieg der Sterne. Bist du so ein... Auf jeden. Oder bist du Trekkie? Nee, Krieg der Sterne. Krieg der Sterne. Ja. Kennst du alle? Ja. Komplett. 4. Mai. 4. Mai? 4. Mai. Sagt dir nichts? Was ist der 4. Mai? May the Force. Ach so. Be with you. Ja, ist ja gut. Ja, dann muss erst mal um die Ecke denken können da. 4. Mai. 4. Mai ist dein Lieblingstag, oder was? Nee, das ist so der... Das ist der Welt-Star Wars-Tag. Ja. Welt-Star Wars-Tag? Ja, echt? Ja. Ah, schade, dass wir den 2. Februar haben. Ja, und da war eigentlich so... Krieg der Sterne war der erste Teil. Episode 4. Kam, Episode 4 ja, war der erste Film, der in die Kinos kam. Ist ein bisschen... Die machen ja jetzt aktuell nochmal einen mit dem... Na, wie heißt der noch? Obi-Wan Kenobi. Nein. Han Solo? Han Solo. Han Solo. Han Solo. Mit ja. Han Solo machen sie jetzt nochmal Solo-Stories oder Han-Stories heißt der, glaube ich, der Film. Ja. Es spielt so ein bisschen nebenbei, es sind Nebenstories, die sich eigentlich auch gar nicht mit dem Hauptfilm beschäftigen, aber es soll so ein bisschen... Es sind die sogenannten Spin-Offs. Okay. Ja. Aber das Lustige ist ja, wir reden ja heute über den 2. Februar und dieses Video kommt ja am 2. Februar. Verstehst du, Daniel? Ja. Und jetzt gerade, wo wir das aufzeichnen, ist ja noch nicht der 2. Februar. Ah, okay. Verstehst du? Du bist ein... Deswegen, was du jetzt gerade raushaust, ist komplett veraltet. Ja, ist scheiße, ne? Ja, Krieg der Sterne am 2. Februar herausgekommen, 1978. Ich übergehe es jetzt einfach mal. Ja. Ja. Fakt des Tages. Fakt des Tages! Fakt des Tages! Unglaublich, machen langen Hals. Ich sag dir, Fakt des Tages. Giraffen schlafen pro Nacht ungefähr 20 bis 30 Minuten. Das war's. Ja, aber wie schlafen weil im Stehen? Ich glaube, dass die im Liegen schlafen und den Hals so seitlich am Körper entlang legen. Hast du schon mal gesehen? Habe ich meines Erachtens schon mal gesehen. Ist so ein bisschen blöd, weil man ja dann automatisch immer riecht, was man für Ausdünstungen hat. Weil der Kopf ja dann an Stellen liegt. Ja. Aber beim normalen... Aber der eigene Furz riecht ja nicht unangenehm. Ja, stimmt. Ja, stimmt, so gesehen. Aber es ist ja so, dass die lange brauchen, um aufzustehen. Und deswegen schlafen die auch kurz. Bei Pferden ja nicht anders. Mag sein, ja. Bei Pferden, das sind ja Fluchttiere. Verstehst du? Ja.
Wenn du so einen langen Hals hast, ne? Wenn du so einen langen Hals hast, brauchst du lange zum Aufstehen. Und wenn du lange liegst, wenn du jetzt 8 Stunden rumliegst, dann hat ein Löwe es relativ einfach, dich zu reißen. Richtig. Mann. Die könnten sich ja eigentlich auch, blöd, die sollen sich an einen Baum dranlegen und dann können sie mit dem Kopf oben irgendwo so einhängen. In eine Astgabel. So einhängen in den Kiefer, dann ist die Luftröhre nicht irgendwie eingedrückt oder sowas, genau. Einfach so eingehängt. Ja. Und gut. Lock und fertig. Ja, das wäre mal was. Das wäre eine geile Giraffenposition. Ich würde mit der Giraffenschule als Lehrer anfangen, dann könnte ich dann mal so ein bisschen... Ja. Kannst du ja mal in der Giraffenschule als Lehrer bewerben. Ja, cool. Aber ist mein Herz nicht lang genug dafür. Ja, muss ich glaube, ich habe eher so den Elefantenfuß hier. Meinst du? Ja. Sieht man gar nicht. Ja, doch, doch. Ja. Wenn ich zornig werde, kriege ich auch so eine Ader so dick wie ein Daumen hier neben. Aber so richtig. Ja, bist du oft zornig? Wenn ich an dich denke, ja. Okay. Das war der 2. Februar. Morgen sehen wir uns wieder am 3. Februar. Und dann natürlich tagesaktuell, ist ja klar. Cheerio, Miss Sophie. Haut rein, Mann.